In der Fachschule für Agrarwirtschaft des Landes mit Sitz in Güstrow-Bockhorst begann in dieser Woche das neue Schuljahr. 30 angehende Agrarbetriebswirte wurden hier begrüßt, wobei tatsächlich alles männliche Auszubildende sind. So besuchen derzeit insgesamt etwa 200 Männer und Frauen diese Einrichtung der beruflichen Weiterbildung und Erwachsenenqualifizierung. Sie werden nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Berufsbildung, dem Gartenbau, der Forstwirtschaft und Hauswirtschaft ausgebildet. Im deutschen Qualifikationsrahmen ist die Ausbildung der Agrarbetriebswirte etwa mit dem Bachelor im Studium zu vergleichen. Landwirtschaftsminister Till Backhaus war bei der Schuljahreseröffnung dabei. Er machte den jungen Leuten Mut, ihre Chance zur Bildung zu nutzen. Doch der Minister war auch gekommen, um das neu errichtete Schulgebäude mit einzuweihen. Den symbolischen Schlüssel nahm er aus der Hand von Eckhard Hinz vom Betrieb für Bau und Liegenschaften und reichte ihn gleich an Schulleiterin Gisela Spangenberg weiter. Für 1,5 Millionen Euro wurden hier beste Voraussetzungen für ein perfektes, modernes Lernklima geschaffen. Herzstück ist der All-in-One-Multimedia-Raum, der unter anderem mit Beamer, Dokumentenkamera und Intranet ausgestattet ist. Der Minister ist froh über diese guten Lernbedingungen. Wir brauchen ja sehr, sehr gute, ausgebildete junge Leute in der Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft, auch an den Forsten oder auch in der Hauswirtschaft. Und ich bin immer wieder beeindruckt von den jungen Leuten. Die haben ja schon ihre Berufsausbildung hinter sich und kommen jetzt schon mit einer gewissen Praxiserfahrung, kommen sie her und gehen jetzt auf die Fachschule und bereiten sich dann auf Leitungsaufgaben oder auch auf Leitungsverantwortung vor. Und ich finde, dieser Standort hat sich in den letzten Jahren wirklich wunderbar entwickelt. Wir haben auf diesem Standort eben die Erwachsenenqualifizierung mit der Fachschule, aber auch viele, viele Weiterbildungsmaßnahmen laufen hier. Und auf der anderen Seite ist es uns ja gelungen, die Berufsschule hier auch mit anzusiedeln. Insofern ist das für mich so ein klassisches Beispiel, wie man ein grünes Berufsbildungs- und Ausbildungszentrum entwickelt hat. Unumgänglich wurde der Neubau, weil sich die Klassenräume in den vergangenen Jahren immer weiter füllten. Das lag auch daran, dass zwei weitere Schulstandorte geschlossen wurden bzw. dort keine neuen Schüler mehr angenommen wurden. Güstrow ist der auserwählte Schulstandort, in den mittlerweile etwa 25 Millionen Euro geflossen sind. Bereits im Mai 2015 wurde mit dem Bau des zweigeschossigen Lehrgebäudes begonnen und vor etwa einem Jahr das Richtfest gefeiert. Nun fügt es sich gut in das Areal auf dem Schulcampus ein und ist unter anderem mit einem Fahrstuhl ausgestattet. Für Schulleiterin Dr. Gisela Spangenberg und ihr Team sowie die Schüler bietet das neue Haus natürlich enorme Möglichkeiten. Ja, also ich muss sagen, dass wir ja über die ganzen Jahre hin in den Standort investiert haben. Aber dieses Gebäude gibt uns die Möglichkeit, auch pädagogisch wieder auf dem neuesten Level zu arbeiten. Wir haben diesen Multifunktionsraum, wir haben einen All-in-One-PC-Raum, wo wir wirklich den modernsten Medienansprüchen auch genügen. Und das erfordert auch die Zeit und ich bin ganz glücklich, dass wir das so umsetzen konnten. Die Schüler konnten schon mal probehalber Platz nehmen und die neuen Räume und Möglichkeiten genauestens inspizieren. Eckhard Hinz vom Betrieb für Bau und Liegenschaften wies auf weitere Besonderheiten hin. Besonders ist hier zu sehen, dass wir eben ein Schulgebäude errichtet haben. Dieses Gebäude hat auch bestimmte Anforderungen an Brandschutz. Besonders wurde auch hier Wert darauf gelegt, dass hier in diesem recht großzügigen Treppenflur Kommunikationsflächen, Zonen entstanden sind, die hoffentlich auch gut angenommen werden. In diesem Schuljahr werden in der Fachschule 4 Klassen staatlich geprüfte Agrarbetriebswirte, 3 Klassen staatlich geprüfter Wirtschafter in der Fachrichtung Landwirtschaft sowie 7 Meisterklassen unterrichtet. Neben Landwirtschafts- und Tierwirtschaftsmeistern werden auch Hauswirtschafts-, Forstwirtschaftsmeister und Meister in der Fachrichtung Garten- und Landwirtschaftsbau ausgebildet. Hier erhalten sie Fach- und personale Kompetenz, um später selbst Betriebe führen zu können.